Shukuri ist 8 Jahre alt. Sie hat noch nie eine Schule besucht. Sie weiß nicht einmal, was das ist, Schule. Sie muss arbeiten, damit ihre Familie überleben kann. Ihre Eltern sind Analphabeten, der Vater Tagelöhner. Sie können sich nicht einmal die wenigen Cent für das Schulgeld und die Bücher leisten. In Äthiopien hat mehr als die Hälfte aller Kinder wie Shukuri keine Chance, eine Schule zu besuchen. Und 50% der Bevölkerung sind unter 16 Jahre alt. Es gibt noch immer ganze Landstriche, in denen keine Schulen existieren. Und die bestehenden sind oft nur Baracken, in denen sich bis zu 100 Kinder auf dem nackten Lehmboden drängeln. Ein vernünftiger Unterricht ist hier nicht möglich. Trotzdem nehmen viele täglich stundenlange Fußmärsche auf sich, um dorthin zu gelangen. Ohne Bildung haben sie keine Chance, dem Elend zu entkommen und leben wie die Generation ihrer Eltern als Bauern von der Hand in den Mund, immer abhängig von der nächsten Ernte. Almas und Karl-Heinz Böhm setzen sich dafür ein, die Lücken in Äthiopiens Bildungssystem zu schließen, wo sie am größten sind. Bildung bedeutet Entwicklung. Das war für mich der Grundanstoß, dass wir von Menschen für Menschen her angefangen haben, so viele Schulen zu bauen. Wenn es keine Schulen gibt, kann es keine Entwicklung geben. Mit dem Bau von fast 200 Schulen konnte Menschen für Menschen zehntausenden Kindern eine Grundschulbildung ermöglichen und damit den Weg in eine hoffnungsvollere Zukunft. Zum ersten Mal in ihrem Leben besucht Shukuri mit uns eine Schule. Das hat mir alles gut gefallen. Ich möchte auch in die Schule gehen, damit ich später Krankenschwester werden kann. Menschen für Menschen unterstützt besonders Regionen, die durch ihre schlechte Infrastruktur bisher von jeder Entwicklung abgeschnitten waren. Mit dem Programm ABC 2015 hat sich die Stiftung große Ziele gesetzt. Durch den Bau von Grund- und Hauptschulen sowie Gymnasien sollen die Grundlagen geschaffen werden, um hunderttausenden Kindern in Äthiopien eine Schulbildung zu ermöglichen. Auch für Shukuri und ihre Geschwister gibt es mit Hilfe von Menschen für Menschen bald eine neue Schule. Bildung hilft den Menschen, vom Dunkel ins Licht zu gehen. Ich träume, dass meine Kinder eine gute Bildung bekommen, um in Zukunft selbstständig und unabhängig zu sein. Thank you.